So, da wären wir wieder. Ich stiere jetzt darauf, was die Miner hier finden. Ich hoffe ja, dass sie in den Schichten, die nicht Granit sind, also hier unten dieses Braune und das Rote, dass sie irgendwo auf irgendein Metall stoßen. Außer jetzt dieses Bismuthinit. Das will ich nicht mehr haben. Aber Eisen wäre richtig, richtig schön. Zumal Eisen ja normalerweise auch tierisch verbreitet ist. Also nicht nur in Real Life, sondern auch hier im Spiel. Es gibt halt mehrere Erze, wo man Eisen rausbekommt. Das heißt, eigentlich ist es schon recht komisch, wenn man davon keins findet. Vor allem, wenn man so weitläufig die Minengänge baut wie wir. Oh, was haben wir da? Das sieht doch wieder aus wie Bismuthinit. Ja, Bismuthinit. Ah. Aber das war halt der Granitbereich, da war das zu erwarten. Machen wir hier nochmal solche Querverstrebungen. Jetzt werden wir auch ja jede Ader entdecken. So. Und gucken da jetzt einfach zu. Jedenfalls so ein kleines bisschen. Theoretisch können wir den ganzen oberen Bereich auch gleich lassen. Aber wir brauchen auch so das Granit, das ist schon okay. Vor allem, wenn wir jetzt die ganzen Arbeitslosen darauf schicken, aus den Steinen irgendwelche Götzen zu schnitzen, dann wird das recht schnell verbraucht werden. Und ihr seht schon, wie das hier immer gleich sofort abgekarrt wird zur Weiterproduktion. Das heißt, wir sollten auch darauf achten, wenn der Manager fertig ist, dass wir wirklich von Granit auf diese anderen Steinsorten umsteigen. Dass wir dann nicht unser gutes Granit, wo wir unsere Möbel draus machen, verpulvern für irgendwelche Kinkerlitzchen. Und vielleicht sollte ich noch ein, zwei Wheelbarrows herstellen. Das wäre, glaube ich, gar nicht so eine schlechte Idee. Manager, Kuh, Wooden, Wheelbarrow. 12 Stück. Ja, 12 Stück müssten reichen. Pro Stockpile kann man ja eh nur 3 zuordnen. Und Wayne of Game organisiert eine Party. Ja, das passiert, wenn zu viele Leute Freizeit haben. Dann macht irgendjemand eine Party und Leute, die eigentlich arbeiten müssten, hören dann auf zu arbeiten und gehen zu der Party. Aber na gut. Wie schaut es mit Türen aus? Keine Türen. Wie schaut es mit unserer Arbeitsbeschaffungsmaßnahme aus? Da haben wir noch nichts designiert. Na gut. Instrumente. Instrumente. Instrumente und Instrumente. So, jetzt stelle ich noch im Dwarf Therapist ein, dass die Hauler, den ich denen in Stonecraft Job gegeben habe, dass die nicht mehr haulern. Das heißt, eigentlich müsste ich auch deren Namen gleich ändern, aber das ist ja nur eine kurzfristige Lösung. Ich hoffe ja einfach mal, dass wir später schneller und einfacher an Sachen reinkommen zum Tauschen. Also wenn unser Lederer und der Stoffzwerg ihren Skill höher haben, dann dürften deren Sachen eigentlich richtig gut was wert sein. So, Wheelbarrows sind schon fertig. Da sieht man mal, wie gut unsere Tischler sind. Die sind richtig flott mit den Aufträgen. Und das sind, glaube ich, nur 2. Aber na gut, ich will nicht meckern. Hier sieht es recht gut aus. 4 Leute, die am Arbeiten sind. Hier oben auch 2. Was mit den Leder- und dem Stofftypen? Da ist keiner dabei. Haben wir etwa keinen Stoff mehr? Guck mal kurz. Doch, wir haben noch Stoff. Und Leder. Haben wir auch noch jede Menge. Okay, dann stelle ich nochmal Cloth Crafts hier ein. Und wir kriegen gleich eine Fehlermeldung von Corbond. Er sagt, er braucht einen nicht benutzten Stoffballen. Ha, das heißt, die Stoffballen, die da im Stockpile auftauchen, die wurden wohl schon für irgendwas anderes benutzt. Oder die gehören zur Karawane, die noch irgendwo auf der Karte rumgeistert. Sehe ich aber jetzt so gerade nicht. Ja, schon komisch. Aber gut, also, dann haben wir bei einem Crafts Dwarfs Workshop, der nichts zu tun hat. Was machen wir denn da mal? Da könnten wir ein paar Schädel zu Totems verarbeiten. Wo war das? Da, Totem. Auch wenn wir nicht besonders viele Knochen haben, aber das lässt sich ja ändern. Da sind unsere Tiere. Zack. Tischler.
Dich schlachten, dich schlachten. Dich auch, dich auch, dich auch, dich auch, dich auch. Dich auch, dich auch, dich auch. So. Das müsste erstmal reichen. Die Wheelbarrows sind da. Bins auch. Was machen unsere Masons? Die Befehle sind da, aber die sind alle wahrscheinlich oben an der Mauer. Ja, die ist schon fast fertig. Und guck mal, die schleppen die einzeln dahin. Die benutzen nicht mehr Wheelbarrows, warum auch immer. Also keine Schubkarren. Kein Wunder, dass die nie ihre Quote erfüllen. Aber na gut, das sind ja nur noch 2, 4, 6, 8 viele, also 14 oder so Mauerstücke. Das dürfte diese Folge noch machbar sein. Und guckt euch das mal an. Hier sind ganz viele Tiere noch in ihren Käfigen. Die müssen gleich freigelassen werden. Oder umgesiedelt werden. Was haben wir da? Ein Buzzard. Das ist ein Vogel. Der ist auch schon im richtigen Käfig. Weiß ich nicht. Nehmen wir einfach mal hier mit rein. Ein Kiwi. Ein Rooster ist, glaube ich, ein Hahn. Ein Hase. Was ein Kiwi ist, habe ich keine Ahnung. Aber es kommt auch mal mit rein. Und die anderen könnten wir freilassen. Oh, und wir haben immer noch unseren Goblin im Käfig. Ja. Den können wir natürlich auch in die Müllpresse tun. Aber damit stelle ich meistens eher andere Sachen an. Ich habe ja schon mal von dem einen Turm geredet. Da könnte er rauf. Aber das ist ein anderes Großprojekt. So. Jetzt bräuchte ich eigentlich nochmal den Pasture, wo wir die anderen Hunde haben, damit wir dann die, die im Käfig sind, dazuordnen können. Genau euch. Shift N. Jetzt gucken wir nach Hunden, die im Käfig sind. Da zum Beispiel. Nee, nicht der, sondern der und der. Und der und der und der und der und der und der. Die müssten jetzt alle hier hochgebracht werden. Oh, und ich habe in den Kommentaren gelesen, dass wenn man die Tiere auf zu engem Raum hält, dass sie auch wirklich durchdrehen. Das kannte ich so noch nicht. Finde ich aber ein ganz gutes Feature. Dadurch wird das Spiel halt immer realistischer. So, auch wenn das jetzt schon ganz schön eng aussieht, müssten wir eventuell nochmal ausbauen. Zwischendurch mal zu den Minen gucken, mit etwas Glück. Ist da ja irgendwo irgendwas? Aber schaut nicht gut aus. Oh, aber hier haben wir eine neue Gesteinsschicht. Was ist denn das? K. Das ist Jet. Jet hatten wir doch ganz am Anfang. Da wurde unser erstes Artefakt draus gebastelt. Ah, vielleicht bringt uns das ja Glück. Sonst ist hier nirgendwo irgendwas. Ah, gut. Ah, unsere Brücke ist weg. Sehr schön. Also bauen wir eine neue Brücke. Wieder 3x3 Felder. KKUU. Und jetzt achten wir darauf, dass wir A drücken. Und dann steht hier Raises und nach links. Das heißt, die Brücke klappt nach links hoch. So, Enter. Aus Granit, aus Granit, aus Granit. Warten wir ab, bis die gebaut wird. Verlinken die dann neu mit dem Schalter da oben. Schließen die Tür wieder ab. Schmeißen wieder was runter. Und so weiter und so weiter. Und dann klappt das hoffentlich. Und was war noch? Das Hospital. Stimmt, das habe ich schon wieder vergessen. Das richten wir mal auf der anderen Seite an. Also hier haben wir unsere Trainingsräume und Waffenkammern. Und hier dann das Hospital. Das heißt, wir drücken einfach I. Designieren diese Zone hier. Als H-Hospital. Und das war es eigentlich schon. Aber man kann natürlich noch wesentlich mehr machen. Also momentan würden die Patienten einfach auf den Boden geschmissen werden und darauf operiert. Das heißt, sie bräuchten eigentlich noch Tische, sie bräuchten noch diese Traction Bench, also diese Streckbank für die Knochenbrüche. Sie bräuchten noch Kissen, um Bandagen zu lagern, Seife zum Reinigen und so weiter. Das können wir alles mit Shift H einstellen. Und zwar hier, wie viel Garn die haben zum Zunähen, wie viel Stoff sie haben zu verbinden, wie viele Krücken, wie viel Puder für die Gipse und so weiter und so weiter. Und wie ihr sehen könnt, alles ist auf Null. Das müssten wir noch demnächst ändern. Aber das muss erstmal warten. So, das war's hiermit. Jetzt drücken wir mal B und bauen ein paar Koffers, also Container. Da, und wir haben keine Container.
Wir haben nur ein Trollfellbeutel und ein Stoffbeutel. Das reicht nicht. Das heißt, wir hätten gerne von unseren Masons, die nie Zeit haben, Rockkoffer. 20 Stück. So. Noch was auf die ewig währende, länger währende Liste. Tische. Wir haben den letzten Tisch oben schon verbaut. Das heißt, eigentlich müssen wir jetzt auch auf die Liste nochmal die Tische setzen. Rock Table. Jo, 30 Stück. Denn pro verwundeten Zwerg bräuchten wir einen Tisch, damit optimale Konditionen gewährleistet sind. Seife haben wir gar keine. Wir haben auch keine Seifenproduktion. Die müssen wir einfach in der nächsten Karawane mal eintauschen. Früher gab es auch einen Bug mit der Seife, weswegen man die absolut nicht benutzen sollte. Denn da wurde das Blut auf den Boden eingeführt. Oder verbessert oder wie auch immer. Das heißt, wenn man einmal irgendwo eine Wunde verursacht hat und dann ist ein Zwerg durchgelaufen, hat er eine Spur hinterlassen. Und wenn ein anderer Zwerg durch die andere Spur gelaufen ist, war dann noch eine Spur da und die war unendlich lange. Also das Blut war nicht irgendwann alle. Und irgendwann war dann alles überall voll Blut. Und ja, die Seife hat das Ganze dann noch verteilt. Das ist hoffentlich inzwischen gefixt worden. Aber das werden wir ja sehen, wenn endlich mal die Goblins auftauchen. Also ich hatte ja am Anfang Schiss gehabt, dass sie zu früh kommen, aber langsam werde ich nervös. Ich will meine Miliz mal ausprobieren und die ganzen Fallen da. Oh, und das Hospital braucht auch noch Eimer. Packen wir gleich mit auf die Liste. Wurden... Bug. 5 Stück. Das soll reichen. Oh, und gleich auch noch Wooden Crutch. Das sind die Krücken. Auch noch 5 Stück. Und Wooden Splint. Das sind Schienen. Also für Knochenbrüche. So, das können unsere Schreiner gleich alles machen. Wie schaut unten unsere Müllpresse aus? Die ist immer noch in Bearbeitung. Nanu. Suspended. Ah. Ja, die Brücke kann nicht gebaut werden, weil ein Mechanismus drauf liegt, der gedammt wurde. Das heißt, kein Zwerg darf ihn anfassen. Also müssen wir erstmal mit F das Ganze wieder claimen. Dann kommt jetzt irgendein Zwerg an, schmeißt ihn auf einen anderen Stockpile und dann kann die Brücke wieder gebaut werden. Besser gesagt, dann können wir sagen, jetzt darf die Brücke weitergebaut werden und dann wird sie weitergebaut. Dass man denen auch alles sagen muss. Aber na gut. So, irgendwas Neues in der Mine. Ich sehe Edelsteine, noch mehr Edelsteine, aber die sind mir nicht sonderlich wichtig. Also klar, wir könnten sie einfach direkt vertauschen oder wir könnten damit irgendwas besetzen, damit es mehr wert ist. Aber das ist mir momentan zu viel Micromanagement. Zumal ich das auch noch nicht wirklich aktiv betrieben habe. Also ich weiß nicht, was alles mit den Edelsteinen besetzt wird. Was ich natürlich gerne hätte, wäre, dass unsere Spielzeuge und Instrumente dann besetzt werden, damit wir sie teurer verkaufen können. Aber es kann auch gut sein, dass sie dann einfach anfangen, unsere Holzfässer zu verzieren mit irgendwelchen Diamanten. Und das muss ja nicht unbedingt sein. Da muss ich mich noch ein bisschen reinfuchsen. Ich denke mal, wir müssten einfach den Stockpile mit den Sachen, die wir verzieren wollen, direkt neben dem Stockpile mit den Edelsteinen stellen und dem Workshop. Und dann müsste das wohl irgendwie schon hinhauen. Oh, da oben haben wir richtig viele Edelsteine. Was ist das? Das sieht so komisch weiß aus. Ach, Opale. Okay. Dachte schon, das wären Diamanten. Aber dann wären wahrscheinlich mehr Punkte unter dem Edelstein-Symbol. Weil so sind die kodiert. Hier ist aber ein Punkt drunter. Das heißt, es ist ein sehr häufig vorkommender Edelstein. Der ist nicht viel wert. Hier, der und der, die haben 2 Punkte drunter. Das heißt, der ist schon wesentlich mehr wert. Das geht bis 3 oder 4. Bin ich mir jetzt nicht sicher. Können wir mal gucken, was wir so alles finden. So, aber in der ganzen Schicht keine Metalle. Das glaube ich doch nicht. Machen wir doch mal Querverstrebung nach da ganz unten. Nee, wir machen einfach mal ein bisschen feinmaschigere Suchnetze. Das heißt, das machen wir nochmal hier durch. So. Das kommt hier durch. Und da oben sparen wir uns das, weil es eh Granit ist und machen nur
hier durch. Und dann bereiten wir schon mal die nächste Etage vor. So, eine Etage hoch. Nach rechts scheint es wieder Granit zu werden. Das heißt, wir bauen erstmal nach links aus. Und zwar so weit es geht. So. Zack, zack, zack. Drei Arme sollen erstmal reichen. Haben wir unten auch drei? Hier unten haben wir viel mehr. Also machen wir da auch nochmal einen. So können auch gleich mehr Zwerge gleichzeitig auf dieser Etage arbeiten. So. Und ein höher können wir auch schon mal anfangen. Da hoch zu buddeln. Und hier hoch zu buddeln. Hier ist nämlich eine ganze Schicht mit Jet. Da könnten wir Glück haben. Ich hätte echt am Anfang vor dem Embark mal gucken sollen, was für Metalle hier überhaupt zu finden sind. Denn man sieht normalerweise, was für Metallarten man hat. Also welche Gesteinsschicht sie sind. Es gibt einmal Shallow Metals und Deep Metals. Und je nachdem muss man halt in tieferen Gesteinsschichten oder in höheren nach denen graben, um sie auch zu finden. Also theoretisch gibt es in jeder Schicht Metalle. Aber in den Schichten, die halt angegeben sind, trifft man die eher. Also ich werde wahrscheinlich gleich in der nächsten Pause erst mal meine ersten Folgen wieder angucken und gucken, was da steht. So. Die Stühle kommen gut voran. Die Mauer oben dürfte jetzt auch fast fertig sein. Zwischendurch wurde immer wieder was suspended. Ich habe keine Ahnung warum. Oh, ein Falke greift unsere Zwerge an. Mason Sodia wurde unterbrochen von einem Peregrin-Falken. Und zwar mitten in unserer Festung? WTF? Achso, der ist hier reingeflogen. Ah, stimmt. Die flugfähigen Tiere können ja einfach hier über die Fallen rüber. Das ist doch mal ein Auftrag für unsere Miliz. Aktivieren. Töten. Den Peregrin-Falken. Zack. Kommen sie bestimmt nicht hinterher, aber versuchen können sie es ja. Da laufen gerade unsere Steinmetze schreiend weg. Ist ja auch eine schöne Reaktion. Sie sehen einen Vogel und machen gleich, lassen den Stein fallen und laufen weg. Aber der Vogel ist irgendwie in unsere Käfigfalle gelaufen. Ist ja auch nicht schlecht, der muss drauf gelandet sein. Na gut, Miliz, Killbefehl aufheben, inaktiv. Könnt ihr euch gleich wieder entspannen, Jungs. Und wir haben jetzt einen Peregrin-Falken im Käfig für unsere Sammlung. Auch nicht schlecht. Das ist doch eine gute Gelegenheit für einen Cut. Also sehen wir uns gleich wieder.